Meine Liebe, darf ich Ihnen den größten Müßiggänger von ganz London vorstellen? Guten Abend, Lord Goring. Englands Adel treibt seltsame Blüten. Was machst du hier? Vertrödelst du deine Zeit wie üblich? Wenn man jemanden besucht, vertrödelt man die Zeit desjenigen, den man besucht, und nicht die eigene. Alleinstehende Herren, die es in puncto Selbstgefälligkeit... Ihr üblicher Trank, Milord. ...mit jedem aufnehmen können. Die Liebe zu sich selbst ist der Beginn einer lebenslangen Romanze. Und Arthur Goring gilt als ihr stilvollster Vertreter. Du könntest jederzeit heiraten. Das Wort jederzeit stört mich sehr. Sein Junggesellendasein wird auf eine harte Probe gestellt. Du bist 36. Du musst dich endlich vermählen. Vermählen? Du meine Güte. Jetzt sieht er sich drei Grazien gegenüber, die sein Leben gehörig durcheinander bringen wollen. Ich fürchte, ich wäre ein sehr schlechter Ehemann. Das macht nichts. Ich hatte schon zwei schlechte Ehemänner. Lord Goring, Sie sind ja heute ganz besonders ernst. Ich bitte um Verzeihung, Lady Chiltern. Es kommt nicht wieder vor. Ich warte im Wintergarten unter der zweiten Palme von rechts. Dort wird man sehen, wie sie sich schlagen. Doch als sein bester Freund Opfer einer Erpressung wird... Ein Kabinettsgeheimnis. Es ist ein hässlicher Skandal, Sir Robert. Scheint das Savoir-Vivre für immer dahin. Würdest du auch deine Freiheit setzen? Ich nehme deinen Vorschlag voller Zuversicht an. Das tust du? Das tue ich. Unglaublich. Drei Worte der Zustimmung und schon rast das Herz. Oscar-Anwärterin Kate Blanchett, Minnie Driver, Rupert Everett, Julianne Moore und Jeremy Northam laden Sie ein zur überraschendsten Verlobung des Jahres. Ein perfekter Ehemann. Schon verheiratet? Frag in einer halben Stunde nochmal.